Grüße euch zurück zu Metro Exodus. Immer noch hier bei unserem Zug, der Aurora. Jetzt mit dem Waggon, den wir brauchen, um ein paar Leute vielleicht noch mitzunehmen auf dem Weg. Und jetzt müssen wir uns mit Anna am Flughafen treffen. Warte mal, wo? Ist es einfach hier? Ne, das ist da unten. Okay, warte mal. Ach so, ist es, das ist der Weg hier, oder? Ja. Okay. Artyom, wir sind in Stellung. Erwarten deine Befehle. Ja, warte mal. War das nicht da hinten, wo wir dann rüber konnten? Ja klar, die sind doch mit dem Zug vorgefahren, glaube ich, oder? Jetzt habe ich wieder diese Standbilder hier zwischendrin. Cool, Story. Ich habe nicht rausgefunden, wie man das beheben kann. Ob man das beheben kann. Keine Ahnung. Muss ich jetzt wohl einfach mit leben. Okay. Hier müssen wir rüber. Da sind wieder diese Drecksviecher. Aber ich hoffe, dass ich diesmal irgendwie in der Lage bin, ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Weil nur so kommen wir auf diese Seite hier rüber und jetzt da vorne ist ja der Hafen. Irgendwie kann sich mein PC auch generell bei dem Game nicht entscheiden, ob es jetzt. Ob er jetzt heiß laufen will und anfangen will, gut stark zu arbeiten oder ob nicht. Das ist irgendwie so ein Mysterium. So, geh mir nicht auf die Eier, Mann. Du auch nicht. Aber es ist wirklich beim Spielen sehr, sehr nervig. Komm hoch auf den Kran. Ja, kann ich machen. Aber dass die hier auch immer wieder respawnen, ist natürlich nicht so geil, ne? Okay, nee, ich will jetzt aber auch nicht gegen jeden von denen. Das macht auch keinen Sinn. Nicht gegen jeden von denen kämpfen. Ab hier sind sowieso unsere Mates da und können notfalls covern. Hör mal, du solltest dich da oben bis zum Anbruch der Nacht ausruhen. Ich warte hier unten auf dich. Okay. Mit Anna? Ist Anna auch da oben? Dann ruhen wir uns zusammen aus. 15 Wachen. 4 an der Leiter des Schleppschiffs, ein paar am Pier. Sam nimmt die rechte Flanke. Bitte komm, Sam. Ich bin in Stellung. Ich kann eine Wache sehen. Duke ist links vom Hangar. Bitte komm. Duke in Position. Bereit, die Wache auszuschalten. Wait, soll ich jetzt schon? Im hinteren Kran. Einsatzbereit. Ich habe jeden einzelnen Ampir im Auge. Ich soll trotzdem noch oben auf den Kran rauf, oder? Oder nicht? Hier sind nur zwei. Und sie sind gerade mit einer Reparatur beschäftigt. Wird dann optimal. Feuer frei, er wurde entdeckt. Warte, was ist jetzt los? Jetzt geht's doch schon los. Und wer von denen ist gerade der Gegner? Ich check das nicht. Ist das da ein Gegner oder ein... Digga. Warte mal eine Sekunde jetzt. Ja, die Bros sind Gegner. Jesus Christ. Ja, jetzt muss es laggen. Natürlich. Natürlich muss es jetzt laggen. Klar. Hallo. Spiel. Warte mal, ich lasse die Mates mal ein bisschen arbeiten hier. Okay, es geht schon los. Ich hatte gedacht, ich muss irgendwie auf den Kran. Aber scheinbar nicht. Scheinbar geht es direkt los. Wait, du bist ein Gegner. Habe ich gerade falsch eingeschätzt. Man erkennt das auch nicht wirklich. Hä?
Wer ist denn das jetzt gerade? Wer ist denn das? Da unten. Scheiße, Mann. Ich lass mich schon wieder viel zu oft treffen von den Spacken hier. Ist er jetzt tot oder nicht? Okay, das war weird gerade. Den da unten. Okay, wenn das Game mir sagt, ich soll ein Medipack benutzen, benutze ich eins. Holy, die sind One-Hit. Sogar durch die Wand. Kann ich da irgendwie hingelangen? Ja, ne? Muss ich vorstürmen? Das wäre doch mal eine Idee auf jeden Fall. Aua. Digga, du kannst mir noch nicht erzählen, dass... Das kannst du mir doch jetzt aber wirklich nicht sagen. Dass das jetzt Damage war. Dass das voll Damage ist. Was soll denn die Kacke? Dank mir, ja. Verdammt, den haben wir's gezeigt. Zack und Alter, diese Lex. Duke, du und Artyom wart echt toll. Habt einen Haufen unschuldiger Händler abgeknallt. Ihr verdient eine Medaille. Vielleicht wäre schön gewesen, sie lebend gefangen zu nehmen. Naja. Die Kerne sind klar. Zeit, die Brücke des Schleppschiffs zu erobern. Also jetzt einfach darauf, ja? Ach, Digga, ich lerne auch nicht draus. Ich Vollidiot. Jetzt nehme ich aber kein Medipack, deswegen nochmal. Kann doch nicht nur Medipack schlucken. Oder ist das jetzt so viel Damage schon? Aber das ist doch echt nicht so krass. Der halbe Meter da. Bis ganz rüber? Ja, scheinbar. Nicht schießen, ich kann bezahlen. Die Waren, nehmt sie euch. Ihr könnt die Waren haben. Ruhig bleiben, wir sind's. Gute Arbeit, Artyom. Schade, dass wir das nicht unauffällig hinbekommen haben. Seid ihr bereit, aufzubrechen? Zu spät, falls nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Viel Glück, Leute. Mögen Wind und Wasser euch gnädig sein. Und Artyom, gib gut Acht. Ja, das können wir gebrauchen. Günstige Winde. Hurra! Alle an ihre Stationen und lichtet den Anker! Wir fahren die halbe Strecke dorthin und warten dann bis 4 Uhr im Schiff. Wir sollten am frühen Morgen dort ankommen, wenn der Nebel besonders dicht ist. Vielleicht muss ich mal per Nvidia die FPS cappen in dem Game. Vielleicht wäre das mehr der Way to go. Okay, ich benutze jetzt noch ein Medipack. Meinetwegen. Zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrei. Näher an Gott, versteht ihr? Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen. Kontrollposten? Schreien? Wo denn? Da oben auf der Brücke oder was? Also
habe jetzt noch nicht 100 pro gecheckt, wo genau hin. Aber ich schätze mal da oben irgendwo. Hey, Matrose! Was machst du da mit deinem Kahn? Was willst du jetzt verkaufen? Du bist... Hast du eine Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Hals und Beinbruch! Oh Gott, das ist mir zu viel Verantwortung. Ich versuche hier wieder Stealth durchzugehen. Und die Leute hinter Rucks zu killen. Hat jetzt vom Ding her nicht so perfekt funktioniert, wenn er in meine Richtung guckt, tatsächlich. Oh mein Gott, diese Lags sind wirklich so schrecklich. Also das Spiel hat irgendein... Entweder sind es Unlimited FPS, oder ist es irgendwas anderes, aber das Game ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen komisch programmiert. Das geht ja gar nicht. Wie geht das denn überhaupt durch, durch einen Game-Test? Das ist ja wirklich krass und das liegt nicht an meinem PC. Guck mal, ich kann gar nichts machen, ich bin einfach tot. Ich muss das versuchen jetzt irgendwie zu beheben. Ich kann sonst nicht weiterspielen. Das ist wirklich... Jetzt gerade ist es ganz schlimm. Ich speichere hier kurz nochmal ab und dann versuche ich das erstmal irgendwie zu beheben. Aber das Game hat generell gerade Probleme irgendwie. Irgendwie habe ich gerade übel Lags in dem Game. Okay, wir sind jetzt hier und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Hoffentlich habe ich es dann irgendwie behoben. Bis gleich. Okay, ich habe die FPS begrenzt von Nvidia aus. Und eventuell hilft das jetzt. So, warte mal eine Sekunde. Ich habe ja Wurfmesser. Was ist denn, wenn ich den Dude rechtzeitig mit dem Wurfmesser abwerfe? Aber by the way, von hier aus hätte ich ihn vielleicht auch stealthen können. Geh mal wieder zurück, geh mal schneller wieder zurück, du Spacken. Die Dinger nicht zum Explodieren bringen, ich hab's wieder vergessen. Warte mal. Ja, die Pistole ist eher hochgradig fragwürdig tatsächlich. Wollt ihr mir jetzt mal reinrennen hier oder nicht? Scheinbar nicht, ne? Ach, scheiß drauf, Digga. Wahrscheinlich Problem ist, ich weiß gerade nicht mehr, wie man den Luftdruck erhöht. Jo, alles klar, Digga.
noch einer. Hier war doch irgendwo noch einer. Ah, jetzt scheint es weg zu sein, das Problem. Könnte wirklich an den FPS gelegen haben. Jetzt ist mein PC auch dauerhaft laut und dann nicht mehr diesen Wechsel zwischen laut und leise. Lieber, du kleiner Wichser, hast extra gewartet, um in dem Moment zu schießen. Ich hab... So, warte mal. Habe ich jetzt ganz kurz mal eine Sekunde? Wie konnte ich das nochmal? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ach, mit R gedrückt halten, stimmt. So. Jetzt kann ich nämlich die Luftdruckwaffe auch wieder benutzen hier. Der Ketzer ist hier. Das müssen wir nur noch finden. Die dreckigen Puppen haben ihn umgebracht. Ich sehe den Abschaum. Ja, von hier aus komme ich da nicht hin. Aber hier. Das waren wieder einige. Waren das jetzt alle hier? Ja, sieht so aus. Könnten alle gewesen sein. Hier ist wieder eine... Aha. Oder? Nee. Nee, Quatsch. Das sah erst aus wie eine Werkbank, aber ist keine. Das ist keine Werkbank. Und das ist auch kein Links zum Lesen hier oder sonst irgendwas. Aha, ach so, hier ist eine Verbindung. Okay, sieht so aus, als hätte ich auch so ziemlich alles gelootet. Geht's jetzt hier irgendwie hoch? Das ist doch ein Fahrstuhl hier. Die Frage ist, kann ich den so direkt benutzen? Okay, da hinten hin ist das Ziel. Also noch sind wir lange nicht da. Ach so, hier. Nein, konnte ich nicht. Oh Gott. Und aus dem Himmel regnet. Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt hier reingeraten? Was soll ich denn jetzt machen? Ja, was ist das denn für eine Scheiße, Bro? Wo gerate ich denn hier rein? Vor allem hat der mich auch sofort erkannt. Ich habe nicht losgeschossen, weil ich wollte. Der hat ja sofort erkannt, dass ich bin. Dass ich ein Gegner bin. Bro, what the fuck? Was ist das denn für eine Scheiße? Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Eine Nade reinfeuern oder so? Aber ich habe kein... Molotow habe ich nicht mehr. Eine HE? Oh, bitte sag mir, dass er irgendwo jetzt zwischen gespeichert hatte. Konnte ich ja nicht wissen, dass wenn ich den... da mit dem Aufzug hochfahre, dass da... oh Gott, er hat gespeichert, aber ungünstig. Und die Erde verbrannte zu Asche. Und das Meer kochte. Und... lol. Würden sie... ja, super, Dicker. WTF, Mann. Was ist das für eine Scheiße hier? Was die Brees hier von mir wollen, die... Game-Entwickler weiß ich aber auch noch nicht so ganz. Alter, holy shit. Mal eine Sekunde, was soll ich da machen? Wie komme ich an denen vorbei, ohne sie zu fighten? Das ist doch unmöglich. Aber ich habe auch kein Medikit mehr. Ich habe kein Medikit mehr. Kann ich das überhaupt schaffen ohne Medikit? Geht das überhaupt? Oder sind das einfach zu viele? Ich glaube, es sind einfach zu viele. Und die Erde verbrannte zu Asche. Das ist krass, was mache ich denn?
Was soll ich tun? Bro, what the fuck? Er erkennt es sofort, dass ich da bin. Sofort. Ich habe auch keine HE mehr, die ich da reinfallen kann. Und selbst wenn ich es tun würde. Es bringt ja nichts. Ich bin ehrlich überfragt, Leute. Ich bin ehrlich überfragt. Wo ich überhaupt hin muss, frage ich mich auch gerade. Soll ich vielleicht einfach mal versuchen durchzurennen? Himmel regnete es Raketen und die Erde brannte. Aber das kann es ja auch nicht sein, ne? Nee, das ist es auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Das ist gestörte Scheiße. Was ist denn, wenn ich das hier schnell lade? Das ist nur eine Minute vorher gewesen. Ich glaube, da haben wir auch schon alle besiegt. Das war wahrscheinlich... Ja, ja, ich glaube, ich weiß, welche Schnellladen das war. Ich muss mich erstmal irgendwie drauf vorbereiten, dass da jetzt gleich so ein fetter Schwarm an Gegnern kommt. Ich meine, die haben ja nicht alle eine Waffe. Nur manche von denen, aber es ist trotzdem schwer. Okay, du kannst ja auch vor allem nicht wissen, dass es hier gleich so krass zur Sache geht. Ich brauche eine Werkbank. Ich brauche hier... Jetzt gibt es hier irgendwo eine Werkbank. Ich brauche ganz unbedingt eine. Sonst kann ich da nicht hochgehen. Ich kann nicht gewinnen, den Kampf gegen die. Aber ich glaube, hier ist nichts. Keine Werkbank, nichts. Ach, ist von der anderen Seite verschlossen, oder was? Hier kann ich nochmal looten. Ist ja alles schön und gut. Ich brauche eine Werkbank. Ohne Medikits geht's halt echt irgendwie nicht. Scheiße, habe ich mich ja selber gefangen in dieser Quest. Das Ding ist, ich will jetzt nicht nochmal schnell laden zurück zur Aurora. Da habe ich zwar eine Werkbank dann noch, aber da muss ich ja nochmal das Konvoi hier zurückerobern erstmal. Beziehungsweise nicht zurückerobern, aber erstmal erobern. Allein das braucht dann schon wieder 10 Minuten oder so. Ah, keine Werkbank hier, warum denn nicht? Und gibt's irgendeinen Trick? Wenn ich da gleich hochfahre, gibt's da irgendeinen Trick? Oder ich habe keine Möglichkeit, kein Schlupfloch, kein Nichts gesehen. Aber irgendwas muss man noch da machen können. Man kann doch nicht einfach rein und dann... Das geht doch nicht. Ich kann auch nicht schlafen hier irgendwo in den Betten oder sonst irgendwas, ne? Ich kann nichts tun. Ich kann wirklich nichts tun, außer da jetzt wieder hochzufahren. Aber ich kann diesen Kampf nicht gewinnen gegen die. Das ist einfach nicht möglich. Stats technisch nicht. Ich habe kein Medikit. Und auch nicht die Möglichkeit, hier irgendwo eins herzustellen. Also das hätten, hier hätten sie wirklich eine Werkbank hinstellen können. Warum denn nicht? Vor so einem fetten Kampf da oben hätten sie noch eine Werkbank platzieren können. Zumindest hier in dem Bereich. Warum denn nur nicht? Da muss ich jetzt speichern und es doch nochmal probieren. Welche Waffe ist denn dafür am besten? Luftdruck wahrscheinlich, ne? Luftdruck mit maximalem Luftdruck halt. So. Jetzt nochmal speichern und halt auf und davon. Aber es ist halt krass. Wie viele da sind. Und dass der mich sofort bemerkt. Und bei dir läuft eine Party, wie es scheint. Komm schon, konntest du an diesen alten Ziegen wirklich nicht vorbeischleichen? Nein, es ist wirklich nicht, es ist for real nicht möglich, ich schwör. Und aus dem Himmel regnet. So, wird der mich jetzt wieder sofort erkennen?
Der erkennt mich. Erde verbrannte zu Asche. Und das Meer kocht. Wer ist denn das über... Hä? Und warum habe ich nur noch 2 Schuss drin? Wer ist das, der da auf mich schießt? Wer? Ach, Bro, ich hasse diese Mission. Was ist das für eine kranke Scheiße? Was soll ich denn machen, Mann? Was soll ich machen? Warum ist das so hart? Och. Ja, komm. Nein, bring mich um. Das war's nicht. Dieser Troy war's nicht. Wenn ich den nicht sofort gekillt kriege, dann kann ich gleich aufgehen. Ich habe vergessen, vorher nachzuladen, scheinbar. Diese Waffe. Die hat nur 2 Schuss. Das heißt, das muss sitzen. Und da oben sitzen schon welche, die nur aimen und warten. Das heißt, ich muss hier sofort hinter. Sag mal, wenn ich auf dem Kopf bin, kann das mal bitte zählen als Hit? Die hitten mich trotzdem. Die hitten, sobald ich eine Millisekunde rausgucke, hitten die ihren Shot. Und das sind so viele! Ich kann sie versuchen zu bangen, aber das ist doch... Das ist doch nicht die Taktik hier, die man erfährt, oder doch? Warte mal, kann ich hier schnell speichern? Nee, kann ich ja im Kampf gar nicht. Ich hab den Mistkerl im Visier. LOL. Hab den einen durch die Wand geholt. Diese scheiß Drecksfanatiker, Alter. Ich brauche Heilung, Mann. Ich brauche Heilung. Okay, der ist einfach nur verängstigt. Die treffen immer sofort ihre Schüsse. Die verschießen nicht. Mann, ey, mit 0 Medipacks rumlaufen, das nervt aber auch einfach. Aber Gott sei Dank hat er jetzt mal wenigstens hier gespeichert. Ja, zeigen die sich nochmal irgendwann, diese Gegner hier. Soll ich nicht sonst abschießen? Sag mal, stirb! Bisschen schneller. Sehen von hier aus nicht. Gerade habe ich ihn noch gesehen, jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt nicht einfach rausgehen und pieken halt, ne? Weiß nicht, warum er mich jetzt darauf hingewiesen hat, dass meine Taschenlampe hier gerade nicht voll ist. Das juckt mich doch jetzt gerade einen Scheiß. Aber bin ich noch im Kampf? Nein, ich bin nicht. Ich zähle nicht mehr als im Kampf. Ich kann hier nochmal speichern, okay. Kann ich wieder die Taktik machen hier. Aber ich sehe da doch noch einen. Hallo! WTF! Danke! So, wir haben einige von denen gekillt. Da kriege ich also zumindest meine Munition schon mal wieder so ein bisschen rein.
bin ich immer noch im Kampf? Ne, jetzt sind wir nicht mehr, okay. Von der anderen Seite wieder. Warte. Achso, er speichert jetzt hier gerade schon wieder. Ja, okay, ihr, die ihr nur kauert und in irgendeine Ecke euch weinen setzt, dann seid mir eigentlich Schnuppe. Nur die mit einer Waffe, die sich wehren, sind das Problem. Ah, da oben, warte, da oben. Also manche Schüsse kannst du dir wirklich direkt in die Haare schmieren, ne? Das heißt, wenn ich einfach gar nicht schieße. Und dann wiederum gehen aber manchmal richtig geile Headshots rein. Das ist... Kann sich doch das Spiel schon wieder nicht entscheiden. Irgendeine Leiche hier vergessen zu looten? Ne, ich glaube nicht. Hoffentlich sind hier jetzt auch alle tot. Ich muss mal schnell auf die Mauer und mein Reward hier claimen. Okay, und speichern. Und immer so in diesem Takt gehen wir hier jetzt vor. Warte mal, vielleicht sind wir schon da. Vielleicht sind wir schon da. Oh mein Gott, ja, wir sind da. Hier geht's rein, Leute. Hier geht's weiter. Dann herzlichen Dank fürs Einschalten auch mal wieder in dem Part und was sich hinter dieser Tür befindet. Na, wahrscheinlich die Steuerkabine. Die werden wir dann im nächsten Part aufdecken. Also, gerne wieder einschalten. Bis dahin und ciao.